Ja, meine Damen und Herren, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Sehr geehrter Schulte-Sasse, schön, Sie mal wiederzusehen. Herr Präsident, Frau Punz, ehemals Bielefeld. Ja, ich kann eigentlich in vielem sehr direkt an das anschließen, was gerade Herr Kollege Roth Ihnen vorgetragen hat. Es ist aus meiner Sicht, und wir haben inzwischen ungefähr weit über 20 Unternehmen diagnostiziert, so dass ich auch, genau wie Herr Roth das gerade vorgetragen hat, der Überzeugung bin, dass es bei der Unternehmensführung zunächst mal auf etwas ganz Banales ankommt, aber etwas eben auch sehr Basales, nämlich dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Bindung an eine Organisation entwickeln. Und das geschieht über Vertrauensbildung, also manche haben das früher mal das Urvertrauen genannt. Vertrauen schöpfen ist wichtig und Vertrauen schöpfen ist dann eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung von Bindung. Und Bindung wiederum ist eine ganz entscheidende Voraussetzung für die intrinsische Motivation, die auch gerade schon mehrfach angesprochen worden ist. Und diese intrinsische Motivation ist das werde ich Ihnen auch vortragen, aus meiner Sicht entscheidender, auf das es ankommt bei der Unternehmensführung. Ich fange mal an, das ist die Gliederung meines Vortrages, ich fange jetzt mal an mit den drei sozialwissenschaftlichen Paradigmen. Fangen wir mal an mit dem ersten. Das ist das, was eigentlich in der Wissenschaft am weitesten zurückreicht, nämlich auf Thomas Hobbes, der eben der Meinung war, dass der Mensch aufgrund seiner aggressiven Neigungen nur gebändigt werden kann durch ein staatliches Gewaltmonopol und vor allen Dingen mit Hilfe von Hierarchien, deren Hauptaufgabe ist zu kontrollieren, dass die vorgegebenen Aufgaben und Ziele auch erfüllt werden. Das führt zu einer starken Verbreitung von Angst und Hilflosigkeit in Organisationen, die so geführt werden. Bis heute übrigens viele Organisationen, die so geführt werden. Das führt, das damals von ihm war das im Wesentlichen bezogen auf die Mobilisierung der physischen Energie. Wir leben aber heute in einer Kopfarbeitergesellschaft, deswegen ist die Mobilisierung der physischen Energie gar nicht mehr in vielen Berufen gar nicht mehr relevant, sondern eben die psychische Energie. Und da sieht man schon, wie hier dieses Modell anfängt an Bedeutung einzubüßen. Und natürlich kennen Sie alle das darauf folgend auch interessanterweise in England entwickelte Modell des Marktes und der materiellen Anreize, dass das dann zunächst mal in der Wissenschaft sehr stark auch favorisiert wurde. Und interessanterweise ist das Modell, das eigentlich uns in die Wiege gelegt worden ist, sowohl, ich sage jetzt mal, biologisch wie auch aufgrund der kulturellen Evolution, nämlich die Jäger- und Sammlergesellschaft, das war eigentlich eine Gesellschaft, die kannte natürlich noch kein staatliches Gewaltmonopol und sie kannte auch noch keine Märkte, aber sie kannte Kooperation. Und das waren eben die Kooperationsvirtuosen und so sind wir in gewisser Weise, haben wir die meiste Zeit auf diesem Planeten überlebt als Kooperationsvirtuosen, die lernen müssen, in erster Linie gemeinschaftlich zu denken, gut zusammenzuarbeiten, um die physischen Herausforderungen damals, Kampf gegen wilde Tiere oder gegen nachbarschaftliche Feinde, um das zu bewältigen. Heute ist es so, dass das eigentlich das zentrale Modell ist, das in der Soziologie entwickelt wurde und neulich belohnt wurde mit dem Ökonomie-Nobelpreis für Frau Elinor Ostrom mit ihren Beiträgen zum Thema Sozialkapital. Also hier geht es vor allen Dingen um die Frage der psychischen Energien, nicht nur der physischen, auch der im Wesentlichen heute zumindest der psychischen Energien. Und Sie alle kennen vielleicht die berühmte These von Max Weber über den Zusammenhang zwischen der protestantischen Ethik und dem Geist des Kapitalismus, also die These, die er natürlich dadurch vertritt, dass Menschen in erster Linie wertegetriebene Wesen sind. Wertegetriebene Wesen,
wo natürlich, wenn ich sehr stark auf den Wert der materiellen Belohnung poche, ich mich nicht wundern darf, wenn dann viele Menschen im Wesentlichen auf dieses Belohnungssystem zunächst mal auch ansprechen, wiewohl eben wir heute wissen, dass das nur kurzfristig wirkt. Ja, meine These ist, dass mit dem fortschreitenden Strukturwandel der Wirtschaft in Richtung Kopfarbeit das Kontroll- und Marktparadigma an Bedeutung verlieren wird, zumindest im Bereich der Unternehmensführung, und dass eine Bedeutung gewinnen wird, das Sozialkapital und die intrinsische Motivation. Das nur nebenbei, aber für uns Gesundheitswissenschaftler nicht nebenbei, aber es ist, sagen wir mal, beim Thema Unternehmensführung eine wichtige Erläuterung, vielleicht wie die Experten. Eine Theorie der Gesundheit sollte meines Erachtens zur Erklärung sowohl salutogener wie auch pathogener Einflüsse geeignet sein. Das ist das Problem natürlich des Arbeitsschutzes und das ist das Problem auch der Stressforschung, sage ich ganz offen. Ich habe auch lange Jahre Stressforschung gemacht, aber irgendwo kam ich dann zum Punkt, dass ich mir sagte, ja, wir können doch, wenn wir das Thema Gesundheit verkaufen, doch nicht da und dann die Stressbewältigung an die erste Stelle stellen. Wir müssen uns die Frage stellen, ist nicht diese Frage der Bindung das entscheidendere Konzept, das uns leiten sollte, wenn es nicht nur darum geht, Gefahren abzuwenden, sondern wenn es vor allem darum geht, die Potenziale eines Menschen zu mobilisieren. Und da kann ich auch dann gleich anschließend unseren Vorschlag zum Thema Gesundheit. Gesundheit ist für uns ein Handlungspotenzial, ähnlich wie Bildung, also ein wichtiger Teil des Humanvermögens. Und ich habe mir hier erlaubt, auf ein Zitat, ich habe ja auch mal Philosophie studiert, des Philosophen Gadamer zurückzugreifen, der, wie ich finde, hervorragend formuliert hat: Gesundheit zeigt sich in einer Art Wohlgefühl, mehr noch darin, dass wir vor lauter Wohlgefühl unternehmensfreudig, erkenntnisoffen und selbstvergessen sind und selbst Strapazen und Anstrengungen kaum spüren. Das ist also meine persönliche Erfahrung, die ich versuche auch in der Forschung, aber auch in der Lehre und Beratung zu nutzen, dass letztlich Menschen am stärksten motiviert werden, eben durch die Selbstbelohnung, die sie dadurch erfahren, dass sie etwas machen, von dem sie zutiefst überzeugt sind. Dabei zu sein, nicht notwendigerweise an der Spitze zu stehen, dabei zu sein, etwas zu machen, was von besonderer Bedeutung ist und unseren persönlichen Werten auch entspricht. Ja, Unternehmen sind keine Geldmaschinen, das ist leider durch die starke Betonung heute des Finanzkapitals, wird das immer wieder suggeriert, sondern sind in erster Linie soziale Systeme. Und diese sozialen Systeme haben, unabhängig von der Branche, von der Größe, auch von persönlichen Merkmalen ihrer Mitglieder, haben sie einen spezifischen Einfluss, jedes Unternehmen ist ein Fall für sich, einen spezifischen Einfluss auf Gesundheit und Betriebserfolg. Und ich nenne diese beiden Dinge zusammen, weil da darf man sich nichts vormachen. Wir leben in einem Wirtschaftssystem, in dem der wirtschaftliche Erfolg vorne steht. Und wir das Gesundheitsmanagement nur durchsetzen können, flächendeckend, wenn auch der Finanzvorstand letztlich überzeugt ist, dass das, was wir vorschlagen, nicht nur in Anführungszeichen den Mitarbeitern zugutekommt, sondern eben auch dem Unternehmen. Und da sind wir in der günstigen Situation, glaube ich, dass es hier tatsächlich einen engen Zusammenhang gibt, den ich auch gleich belegen werde mit Zahlen, zwischen dem Gesundheitszustand der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und dem Betriebserfolg. Das ist also auch unser zentrales, wenn Sie so wollen, zusätzliches Element zu den bekannten Analysemodellen, dass wir sagen, wir müssen auf der einen Seite uns mit den Treibern von Gesundheit und interessieren, beschäftigen. Wir müssen aber zugleich auch zeigen, dass eben der Einfluss auf Gesundheit eine Rendite für das Unternehmen abwirft, in Form von beispielsweise weniger Absentismus und weniger Präsentismus, vor allem aber zugunsten von mehr Initiativkraft, Kreativität und auch Flexibilität. Eine zentrale Rolle spielen hierbei die Kultur, die Führung und das Klima, wobei, das zeigen unsere Daten auch eindeutig, die Kultur den größten Einfluss ausübt. Kultur ist der Mechanismus, über den wir lernen, Gewohnheiten zu entwickeln, Dinge richtig zu tun, das Richtige zu tun und das, wie ich glaube, wichtigste Führungsinstrument. Natürlich ist die Kultur immer Ausdruck der Führung, aber die Führung muss
erkennen oder sollte erkennen, dass eben wie schon erwähnt nicht die Hierarchie, auch nicht die materiellen Anreize das Entscheidende sind, sondern die intrinsische Motivation und dass diese intrinsische Motivation wiederum eben im Wesentlichen durch die Unternehmenskultur geprägt wird und die Frage, wie weit meine persönlichen Wertvorstellungen mit denen eines Unternehmens beispielsweise oder auch eines Krankenhauses übereinstimmen. Ja, ich zitiere jetzt hier mal Frau Ostrom, die eben für ihre Arbeiten zum Thema Sozialkapital den Ökonomie-Nobelpreis bekommen hat. Sie war ja ursprünglich Politikwissenschaftlerin, ist leider vor anderthalb Jahren verstorben, hat aber eigentlich wesentlich dazu beigetragen, neben anderen natürlich, dass dieses dritte Paradigma, das ich eingangs erwähnte, nämlich das Paradigma der Selbstorganisation, die ja im Wesentlichen auf intrinsischer Motivation beruht, dass dieses Paradigma der Selbstorganisation heute eine höhere Bedeutung hat, auch in der Diskussion von Ökonomen und auch in der politischen Praxis. Sozialkapital trägt grundlegend zu unserem Verständnis dessen bei, wie Individuen ihr Handeln aufeinander abstimmen und ein höheres Niveau wirtschaftlichen Erfolgs erreichen. Sozialkapital ist eine wichtige Ergänzung der Konzepte natürliches, physisches und Humankapital. Also ganz vereinfacht gesagt, Humankapital sind die personengebundenen, die persönlichen Voraussetzungen wie Bildung, Fach- und Sozialkompetenz, aber eben auch die Gesundheit als eine ganz wichtigen persönlichen Voraussetzung für das, die Bewältigung des Alltags, zum Beispiel auch bei der Arbeit. Und davon zu unterscheiden ist eben das Sozialkapital, das nicht auf die personengebundenen, sondern auf die systemischen Voraussetzungen gelingender Kooperation zielt, auf vertrauensvolle Beziehungen, gemeinsame Werte und Ziele und gemeinsame Überzeugung. Das ist also aus meiner Sicht die Essenz dessen, was wir als Kultur begreifen, als und damit auch abgeleitet als Unternehmenskultur. Es ist die intrinsische Motivation, das Handeln aufgrund intrinsischer Motivation, ohne dass dafür eine extra Belohnung erfolgt, ohne dass jemand hinter uns steht und uns kontrolliert, sondern wir tun es aus freien Stücken, wie man so schön sagt, spontan. Und das gelingt eben dann am besten, wenn die persönlichen Zielvorstellungen und Werte und Überzeugungen nicht vollständig, aber doch zu großen Teilen übereinstimmen oder irgendwie zusammenpassen mit dem, was in einem Unternehmen an Werten und Überzeugungen gelebt wird. Also das einfache Modell, das wir unseren Untersuchungen zugrunde legen, wo eben vor allen Dingen eben auch der dritte Ball, sage ich mal, oben eben verdeutlichen soll, dass es eben nicht ausreicht, für eine sorgfältige Analyse nur den Zusammenhang zwischen Sozialkapital und Humankapital zu betonen, der natürlich sehr wichtig ist, sondern dass darüber hinaus eben auch über das Humankapital ein ganz wesentlicher Effekt erzielt wird durch ein funktionsfähiges Gesundheitsmanagement auf das Betriebsergebnis, aber auch direkte Effekte von der Führung da auf die Betriebsergebnisse zu beobachten sind. Also Sozialkapital ist ein Konzept zur Identifizierung von Qualitätsmerkmalen sozialer Systeme, die sowohl ihre Leistungsfähigkeit, aber auch die Gesundheit der Mitglieder vorherzusagen erlauben. Im engeren Sinne wird darunter verstanden der Umfang und die Qualität der internen Vernetzung, also die zwischenmenschlichen Beziehungen, das Beziehungsklima, der Vorrat gemeinsamer Überzeugungen und Werte und Regeln sowie die Qualität der Menschenführung. Und hier ist die Beziehung, die wir hier herstellen, natürlich auch zu Antonowski auf der Hand liegend. Sozialkapital trägt dazu bei, dass die Mitglieder einer Organisation einander vertrauen und ihre Arbeit als sinnhaft, verständlich und beeinflussbar erleben. Hier taucht der Sinnbegriff auf, der aus meiner Sicht ganz fundamental ist für die Weckung der intrinsischen Motivation. Wenn Menschen etwas, was sie tun, als wenig sinnvoll erachten, sondern sie machen es nur, weil es von ihnen verlangt wird oder weil sie dafür bezahlt werden, dann ist es etwas, was auf Dauer wenig motiviert, vielleicht sogar auch eine innere Distanz zu der Organisation herstellt, bis dahin, dass man vielleicht sogar der Organisation schadet
Und dass das natürlich auch dazu führen kann, dass Menschen, wenn sie ständig gegen ihre Überzeugung arbeiten müssen, dass das ihre Gesundheit, vor allem ihre psychische Gesundheit, maßgeblich beeinträchtigen kann. Das sind alles Dinge, die wir empirisch belegen können. Ich kann davon nur einen winzigen Bruchteil heute vorstellen, aber die Evidenz dafür ist aus meiner Sicht inzwischen überwältigend. Blicken wir mal auf die Zahlen in Deutschland. Wo stehen wir heute in Deutschland? Meine Damen und Herren, es gibt hier viele Zahlen, die ganz klar darauf hinweisen, dass es einen starken Trend gibt in Richtung psychische Beeinträchtigungen und Krankheiten und dass es bisher nicht gelungen ist, weder der Wirtschaft noch der Politik diesen Trend zu brechen. Hier ist ein Beispiel von Gallup, das eben wieder auf diesem Bindungstheorem aufbaut, auch wo eben deutlich wird, dass die Zahl der hochengagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den letzten Jahrzehnten wenig sich verbessert hat und dass eigentlich unsere Aufgabe daran liegen müsste, vor allen Dingen die natürlich Schwachgrünen oder die Mittelgrünen, also die innerlich Gekündigten oder die Dienst nach Vorschrift machen, die eigentlich zurückzuführen zu einer produktiven Tätigkeit, die sowohl ihrer Gesundheit dient wie auch dem Betriebsergebnis. Diese Win-Win-Situation dürfen wir unterstellen. Das ist schon erwähnt worden von einem Senator, dass die psychischen Störungen also bei der Frühberentung eine immer größere Rolle spielen. Interessant ist dabei auch, dass die anderen klassischen chronischen Krankheiten stärker zurückgehen. Also bei Krebs ist das nicht so leicht zu erkennen, aber bei den koronaren Herzkrankheiten ist es sehr gut zu erkennen, auch aus besseren Statistiken als die also aus epidemiologisch auch belastbaren Statistiken als diese hier. Ja, was ist heute in gewisser Weise, auch nur das kurz mal anzusprechen, eigentlich, wo liegen eigentlich die wichtigsten, verbreitetsten psychischen Beeinträchtigungen, die wiederum natürlich dann auch nicht nur die Lebensqualität beeinträchtigen, sondern auch die Leistungsfähigkeit. Das sind Schlafstörungen ganz auf vorderster Stelle. Jeder Mensch weiß, dass wenn man Sorgen hat, Probleme hat, dass sich am ehesten dabei niederschlägt, dass wir nicht mehr gut schlafen, dass wir zu kurz schlafen, dass wir nicht durchschlafen. Und dass der Schlaf auch vielleicht keine echte Regeneration erzeugt. An zweiter Stelle kommt das berühmte Ausgebranntsein, Burnout, an dem wir immer noch rumarbeiten, was nicht so ganz leicht zu knacken ist wissenschaftlich, dieses Thema. Ob wir das schaffen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall bemühen wir uns dazu, einen Beitrag zu leisten, der ist noch unterwegs. Es gibt schon einige Zahlen, aber das ist noch nicht zu Ende gedacht und geforscht. Dann natürlich Nervosität und Gereiztheit. Niedergedrückte Stimmung, Depression, Angstzustände. Wenn wir jetzt, und das, Dr. Schulte, sagt, muss ich es mal jetzt mal direkt an die Politik sagen. Sie haben das ja auch im Grunde schon angedeutet mit Ihrer Stellungnahme zum neuen Präventionsgesetz. Wenn wir uns ansehen, wie wir heute in Deutschland dieses Problem, was insbesondere wir auch in Deutschland haben, das zeigen auch EU-Statistiken, dass wir bei den beschwerdefreien Lebensjahren besonders schlecht dastehen gegenüber anderen Ländern, die zum Teil auch wirtschaftlich sehr erfolgreich sind. Und wenn wir dann sehen, was tun wir eigentlich, um diese wachsende Last an psychischen Beeinträchtigungen abzutragen, dann sehen wir hier, dass also die Investition der GKV in die betriebliche Gesundheitsförderung sich im Jahre 2012 auf 46 Millionen Euro belaufen. Erreicht werden damit ca. 2% der Unternehmen, 0,2% der Unternehmen und ca. 2% der Arbeitnehmer. Und das, obwohl wir jetzt seit 20 Jahren diesen schönen Paragraphen haben. Meine Damen und Herren, jetzt kann man den schwarzen Peter zwischen den Krankenkassen und der Politik hin und her schieben, das führt uns aber nicht weiter. Tatsache ist, dass wir eine zunehmende Schere haben zwischen dem Bedarf an Prävention psychischer Beeinträchtigungen und einem doch sehr stagnierenden oder auf einem sehr niedrigen Niveau weiter verbleibenden Einsatz an Ressourcen für diese Präventionsmaßnahmen. Das kann also die Antwort nicht sein. Und ich will dazu weiter auch gar nichts mehr zu dem neuen Entwurf des Gesetzes sagen. Das dient wohl auch im Wesentlichen, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zu alimentieren. Ob das juristisch haltbar ist, dass der Sozialleistungsträger Geld abgeben in den Fiskus, kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich hatte betont, es kommt auf die ökonomische Bedeutung auch unseres Themas an. Das heißt jetzt nicht, dass wir Gesundheitsmanager, sage ich jetzt mal,
dem Profitinteresse des Unternehmens dienen sollten. Das nicht. Aber wir müssen einfach berücksichtigen, ganz egal, wie wir persönlich dazu stehen, das Wirtschaftssystem werden wir nicht verändern können. Wir können dafür sorgen, dass eben die Führungskonzepte zunehmend Einfluss gewinnen, die stärker mitarbeiterorientiert sind. Und dass wir die Mitarbeiterorientierung auch generell über das Thema Gesundheit in den Unternehmen stärken. Das müsste eigentlich unser Ziel sein. Das ist unser Ziel. Von Anfang an dieser Bogen, das ist ähnlich wie im Arbeitsschutz. Der Arbeitsschutz hat sich auch entwickelt, weil Arbeitgeber und Arbeitnehmer beides zum Ergebnis kamen, dass hier ein Korridor gemeinsamer Interessen ist. Und das sehe ich heute ganz genauso auch für das Gesundheitsmanagement. Nur muss der eben auch stärker wahrgenommen werden. Absenzismus ist ein erster Teil davon. Warum bleiben Leute zu Hause? Ja, das, Sie sehen hier nochmal, dass die Statistiken der GKV, die nicht ganz belastbar sind, aber man muss erstmal sehen, zumindest für die Krankenkassen ist es ein steigendes Problem. Ganz egal, ob die Inzidenz nun real ansteigt oder nur die behandelte Inzidenz, das weiß ich, kann ich ja auch nicht beurteilen. So verteilen sich Fehlzeiten über die verschiedenen Branchen. Wir sehen hier, dass Erziehung und Unterricht ganz oben ist und die öffentliche Verwaltung und die Sozialversicherung. Kommen wir gleich mal zur öffentlichen Verwaltung. Hier habe ich in den letzten Jahren mal ein Rathaus genauer untersucht, einer großen deutschen Hauptstadt, mittelgroßen deutschen Hauptstadt. Hauptstadt eines Landes. Also nicht Berlin. Und Sie sehen hier zunächst mal, was ganz wichtig ist, dass die Fehlzeitenquote in verschiedenen Ämtern und Abteilungen sehr stark variiert. Also die Durchschnittszahlen bringen uns hier nicht weiter, sondern wir müssen uns genau ansehen, wie sich Fehlzeiten im Unternehmen verteilen. Und Sie sehen hier, da gibt es also durchaus eben Teile, wo man sagen muss, ja, das ist die Situation offensichtlich hervorragend, beziehungsweise da ist kein Handlungsbedarf. Aber es gibt eben auch, wie man sieht, die andere Seite hier oben, Dezernate und Ämter, die bis zu zweistelligen Fehlzeiten haben. Etwas dramatischer wird es, wenn man auf die Langzeitkranken in diesem Falle schaut. Meine Damen und Herren, das ist wie gesagt eine eigentlich gut geführte Kommune. Zumindest ist da nichts Gegenteiliges bekannt. Aber Sie sehen hier, von 5.389 Beschäftigten beläuft sich die Jahresprävalenz der Betroffenen von Langzeiterkrankungen 1.774, das ist knapp ein Drittel. Und ich sage mal, nach meiner persönlichen Erfahrung, wir arbeiten auch viel in Ministerien von größeren Bundesländern, ist es nicht so, dass das hier ein besonderer Ausreißer wäre. Also der Staat produziert im Moment in seinen verschiedenen verzweigenden Aufgabengebieten ein hohes Maß an Krankheitslast. Und Sie sehen hier, also ein Drittel Langzeitkranke, dass sich da der Steuerzahlerbund aufregt, darf man sich nicht wundern. Vor allem ist es auch hier so, dass von 767 Fällen, in denen das BEM-Angebot angenommen wird, also das bekannte, ja, die gesetzliche Vorschrift, die ja aus meiner Sicht sehr, sehr sinnvoll ist, dem haben dann letztlich, also angesprochen wurden nur knapp 800 und zugestimmt haben über 200. Das heißt also, Sie sehen hier, dass der Staat hier seine eigenen Gesetze nicht einhält und Sie sehen hier auch, dass offensichtlich die Zustimmung, die ja erforderlich ist, laut Gesetz, die Zustimmung der Mitarbeiter und Mitarbeiter offensichtlich hier sehr zurückhaltend ist und die Mitarbeiter als offensichtlich ein großes Misstrauen gegenüber dem Arbeitgeber hegen, in diesem Falle einer Stadtverwaltung, was mit den Daten passiert und vielleicht haben sie auch Angst, sich diesem Verfahren zu unterziehen. Also das muss man offensichtlich sehen, dass wir hier eine sinnvolle gesetzliche Vorschrift haben, die aber in der realen Umsetzung suboptimal ist. Also wenn ich nicht das Vertrauen derer gewinne, die diesem Verfahren zustimmen müssen, dann ist das im Grunde genommen ein Fehlschlag. Jetzt habe ich Ihnen im Zweiten mitgebracht, es gibt natürlich auch noch Unternehmen in Deutschland, ja, nicht nur Stadtverwaltung,
in dem wir vornehmlich tätig sind als Forscher und Berater. Das ist so ein Beispiel dafür. Da haben wir zwei Stahlwerke verglichen, in Niedersachsen sind die. Und zwar mit ähnlichen, ganz identischen Produktionslinien, mit ganz ähnlichen Struktur der Beschäftigten. Aber Sie sehen hier bei ganz wichtigen Kennzahlen wie der Fehlzeitenquote gewerblicher Mitarbeiter eine deutliche Diskrepanz zwischen diesen beiden Stahlwerken. In einem Falle 7,3 und im anderen 3,19. Sie sehen auch bei den Angestellten entsprechende Unterschiede zwischen diesen beiden Stahlwerken. Und Sie sehen bei der Anzahl der Langzeiterkrankten deutliche Unterschiede, im einen Falle 30, im anderen nur 7. Unfallergebnisse 100 versus 66, Verbesserungsvorschläge pro 100.000 Arbeitsstunden 87 und 215. Also, meine Damen und Herren, was ist hier los? Wir haben hier also zwei nahezu identische Produkte, identische Produktionslinien, auch sonstig eigentlich identische Voraussetzungen, aber ganz unterschiedliche Outcomes. Ja, das haben wir untersucht und herauskam, dass in der Tat diese drei von uns besonders wichtig erachteten Faktoren wie Betriebsklima, Führung und Unternehmenskultur, selbst in einem Stahlwerk, ja, wo natürlich auch die Stäube und die Temperaturunterschiede und ähnliches eine große Rolle spielen, selbst dort gaben die Stahlwerke an, dass die psychischen Belastungen bei ihnen eine große Rolle spielen und dass dafür vor allen Dingen eben die drei genannten Faktoren zu beachten sind. Die Forschung zeigt ganz klar in diese Richtung. Eben in diesem Werk, so wie in allen anderen von uns weit über 20 untersuchten großen Organisationen auch. Es ist schon so, dass die Theorie des Sozialkapitals hier ganz offensichtlich erhebliche Hinweise gibt dafür, worauf es ankommt und wo man auch Veränderungsprozesse ansetzen sollte. Wir haben das mal untersucht, nochmal in mehreren Fällen, genauer gesagt in 4 Fällen sehr sorgfältig. Wodurch kommen Fehlzeiten zustande? Es war durch die Bank so, meine Damen und Herren, dass nicht der Gesundheitszustand die entscheidende Rolle gespielt hat. Der Gesundheitszustand korrelierte nur in einem von 4 Fällen schwach mit den Fehlzeiten, sondern es sind diese Faktoren in erster Linie, die hier immer wieder eine Rolle spielen, warum Menschen zu Hause bleiben und nicht zur Arbeit kommen, ist die Akzeptanz des Vorgesetzten, die Güte der Kommunikation des Vorgesetzten, Teamkohäsion, also die zwischenmenschlichen Beziehungen, Beteiligungsmöglichkeiten, Fairness und Gerechtigkeit des Vorgesetzten, Vertrauen in den Vorgesetzten, Kommunikation im Team und so weiter und so weiter. Sie sehen hier also die vertikale und die horizontale Zusammenarbeit und die darauf Einfluss nehmenden Faktoren wie Führung und Beziehungsklima, die spielen eine ganz, ganz große Rolle, überwölbt von dem zentralen Einfluss der Kultur. Stärken der Fehlzeitenstatistiken, wir brauchen die, aber sie leisten nur einen begrenzten Anteil bei der Unternehmensdiagnostik. Sie erlauben keine Aussagen über zugrunde liegende Probleme und ihre Ursachen. Sie sind kein verlässlicher Indikator für den realen Gesundheitszustand der Anwesenden. Sie enthalten keine Informationen über den Gesundheitszustand der Anwesenden, meine Damen und Herren. Das ist der entscheidende Punkt. Wenn wir uns immer nur auf Fehlzeiten stürzen, dann beschäftigen wir uns mit einer Minderheit, die nicht da ist. Aber die große Mehrheit, die da ist und die den Unternehmenserfolg zunächst mal herbeiführt, ja, Tag für Tag, das sind doch die anwesenden Beschäftigten. Also muss doch unser Interesse sein, uns vor allem mit den anwesenden Beschäftigten auseinanderzusetzen und deren Gesundheitszustand. Den müssen wir aber eben erstmal kennenlernen. Wenn wir den nicht diagnostizieren, dann haben wir auch keine Handhabe, um dort anzupacken, wo der Gesundheitszustand der Anwesenden, die für die Wertschöpfung zuständig sind, wie man den erhalten oder verbessern kann. Also das ist ein ganz entscheidender Hinweis aus unserer Forschung. Es geht um die psychische Gesundheit in erster Linie der Anwesenden. Aber genau das wird von der Fehlzeitenstatistik nicht erfasst. Also brauchen wir andere Daten. Und diese anderen Daten, die wir brauchen, das sind in erster Linie Befragungsdaten. Wir können den psychischen Gesundheitszustand eines Menschen nur über seine persönliche Subjektivität erfassen. Auch ein Psychiater geht letztlich nicht anders vor. Schade, dass jetzt Herr Roth nicht mehr da ist. Ich hätte ihn gerne mal gefragt, wie er denn
jetzt den Gesundheitszustand objektiv, den psychischen Gesundheit objektiv untersucht. Ich glaube, dass wir da längst noch nicht so weit sind, das zu tun. Deswegen müssen wir, bis auf Weiteres, sind wir angewiesen auf die Angaben der Patienten beziehungsweise auf die Angaben, die Menschen machen, wenn wir sie eben nach ihrem Gesundheitszustand befragen. Ja, jetzt kommen wir zum Thema Präsentismus. Das ist im Grunde eben der Zustand der Anwesenden. Wie sieht es da aus? Also zunächst mal gilt, nicht jeder Abwesende ist krank und nicht jeder Anwesende ist gesund. Also die zweite Aussage ist auch sehr wichtig. Unter Präsentismus verstanden wird Arbeiten trotz psychischer oder physischer Beeinträchtigung oder Krankheiten mit dem Risiko eines sich weiter verschlechternden Gesundheitszustandes und einer sich vermindernden Qualität und Produktivität. Ein berühmtes Beispiel ist die Dow-Chemical-Studie. Da sehen Sie das also, das hat die damalige leitende Betriebsärztin dort durchgeführt, zitiere ich immer wieder gerne, weil es eine sehr sorgfältige, aber auch eine natürlich sehr aussagekräftige Studie ist. Sie sehen das also hier pro Kopf und Jahr, die Firma aufwendet für Fehlzeiten $661, für eingeschränkte Arbeitsfähigkeit mehr als das Zehnfache. Mehr als das Zehnfache. Also hier nochmal ein ganz klarer Hinweis, auch unter ökonomischem Gesichtspunkt. Ja, es ist entscheidend, sich mit dem Gesundheitszustand der Anwesenden zu befassen, weil im Grunde jede Beeinträchtigung in irgendeiner Weise auch der Gesundheit in irgendeiner Weise auch zur Beeinträchtigung der Arbeitsleistung führen kann. Insbesondere in einer Kopfarbeitergesellschaft, das kann jeder bei sich selber beobachten, wenn wir schlecht ausgeschlafen sind oder wenn wir irgendwo schlecht gestimmt sind oder unter starken Belastungen stehen, dann kann das, wird das in der Regel sich auf die Qualität dessen, was unser Kopf leistet, sich negativ auswirken. Ich bringe immer das Beispiel, gut, das ist ein persönliches Beispiel. Ich habe in Konstanz damals meine Doktorarbeit geschrieben bei Frau Professor Dahndorf. Und Konstanz ist ein Ort, der ist eigentlich sehr schön, auch eine ganz hübsche Uni, alles wunderbar. Aber in diesem Ort herrscht häufig Föhn. Ja, und ich bin nun leider ein Mensch, ich bin für Föhn anfällig, keine Ahnung warum. Und das hat mich also doch ganz maßgeblich beeinträchtigt. Ich bin dann immer laufen gegangen, habe versucht, mich dann irgendwie in Fahrt zu bringen, aber es hat eigentlich nichts gebracht. Wenn ich den Sentis morgens sehen konnte, den konnte ich dann aus meinem Fenster sehen. Wenn ich den genau sehen konnte, wusste ich schon, der Tag ist für mich arbeitsmäßig verloren. Ich brauche mich gar nicht an den Schreibtisch zu setzen. Nur so ein Beispiel. Aber hier kommen wir wieder zu wissenschaftlich etwas solideren Befunden zurück. Also das hier nochmal, in einer anderen Studie hat man hier versucht, die Beeinträchtigung genauer zu identifizieren und ihre Kosten, und zwar sowohl die Absentismus- wie die Präsentismuskosten. Sie sehen, dass ganz vorne steht Stress, Schlafstörungen, depressive Verstimmung, Erkältung, Kopfschmerzen und so weiter. Sie sehen dahinter auch die entgangenen Arbeitstage und dann die entsprechenden Summen in Euro umgerechnet, die dem Unternehmen durch Absentismus und Präsentismus verloren gehen, wobei, wie gesagt, hier der Präsentismusanteil mit Abstand der höchste war. Allerdings, jetzt haben wir gerade das untersucht in einem Bielefelder Unternehmen, Weltmarktführer. Ja, gibt es nicht so viele in Bielefeld, aber einige. Und so sehen Sie hier, dass die gesamten Personalkosten, die durch Präsentismus plus Absentismus entstehen, belaufen sich auf 12,8%. Und da war es allerdings so, dass der Fehlzeitenanteil deutlich über dem Präsentismusverlusten lag. Das ist aber hier eine Ausnahme. International ist es so, dass also ganz eindeutig eben sich das einpendelt bei einem Verhältnis 1:3 auf einen Fehltag. An Kosten kommen 3 Tage, die verloren, das Unternehmen verliert durch Präsentismus. Ja, das ist ein Kunstfehler. Fehlzeiten sind Fehlzeiten, aber sind kein Krankenstandsanzeiger. Also wir haben im Unternehmen heute eigentlich aus unserer Sicht es mit 4 verschiedenen Gruppen von Menschen zu tun. Natürlich die, die fehlen, dann die, die anwesend sind, aber mehr oder weniger stark kognitiv, körperlich, emotional beeinträchtigt sind. Wir haben drittens zu tun mit Mitarbeitern, denen es sonst gut geht, aber die eine beeinträchtigte Motivation haben. Und wir haben natürlich auch die Gruppe derer, die sowohl eine starke Bindung hat, wie auch gesundheitlich gut dasteht. Also aus unserer Sicht sind das die 4 großen Gruppen, die man identifizieren sollte, um den Handlungsbedarf genau zu lokalisieren. Und natürlich muss man auch Wirkungsketten kennen, Ursachenanalysen. Ich mache das mal verkürzt. Wo stecken die Ursachen für Präsentismus und Absentismus? Das ist ja eigentlich die entscheidende Frage dann, wenn man was tun will dagegen.
Hier, die Interaktion mit einem Vorgesetzten führte in 9 von 10 Fällen zu negativen Gefühlen wie Frustration, Enttäuschung, Ärger, Traurigkeit, Widerwillen oder Kränkung. Sie waren häufiger der Grund für Stress als die Gäste, der Arbeitsdruck, Vorschriften oder persönliche Probleme. Also immer, sie haben gesagt, ja, die Mitarbeiter bringen ja ihre Probleme mit bei der Arbeit. Ja, man, das gibt es natürlich auch, aber wenn man auf den Stand der Forschung dazu blickt, dann ist es eindeutig so, dass sehr viel mehr mit nach Hause genommen wird an Belustigungen und an Problemen als von zu Hause in die Arbeit. Das ist hier ein deutsches Beispiel, ein deutscher Polizeiapparat. Da wurden also die Polizistinnen und Polizisten befragt, was sie bei der Arbeit am meisten beeinträchtigt. Ursprünglich ging man davon aus, dass die Kernprozesse sind, also die eigentliche polizeiliche Tätigkeit wie Verbrecher jagen oder Knöllchen verteilen oder was auch immer, Geschwindigkeit kontrollieren, aber weit gefehlt. Die spielten eine ganz untergeordnete Rolle. Die meiste psychische Energie müssen die Polizistinnen und Polizisten in Deutschland offenbar aufbringen für Probleme ihres Hauses, um im eigenen Hause zu überleben. Und ich sage mal, das klingt jetzt karikaturmäßig, aber es ist eigentlich ein Musterbeispiel dafür, was, glaube ich, auch Herr Roth ansprechen wollte und worum es mir auch ganz klar geht. Wir können auf die Globalisierung schimpfen, wir können auf den demografischen Wandel schimpfen, aber wir müssen erstmal unsere Hausaufgaben machen. Wir müssen erstmal unsere eigenen Organisationen so ausrichten, dass sie eben nicht zu viele Energien ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für hausgemachte Probleme aufwenden müssen. Zum Beispiel mangelhafte Führung oder zum Beispiel eben auch schlecht gestaltete Prozesse oder nicht funktionierende Technik oder was auch immer. Also das müsste eigentlich, darauf müsste sich unsere Aufmerksamkeit richten. Ich weiß, dass das nicht leicht ist. Das sind unsere Wirkungsketten, die wir empirisch gut belegen können mit unseren inzwischen doch relativ zahlreichen Unternehmensbeispielen, die also wohlgemerkt alle auf quantitativen Analysen, Diagnosen beruhen. Nur mal ein Beispiel hier, Sie sehen, wir messen also den Gesundheitszustand mit Blick auf körperliche Symptome, psychosomatische Beschwerden, Depressivität und Wohlbefinden. Sie sehen, die drei Faktoren hier spielen eine Rolle im Sinne von Korrelation. Wir machen natürlich auch viel komplexere Rechnungen, wir machen auch Strukturgleichungsmodelle, wir machen auch Mehrebenenanalysen. Ich will Sie aber jetzt mit diesen methodischen Details nicht langweilen. Was Sie hier sehen und was sich immer wieder repliziert in den Studien bei uns ist, dass die Unternehmenskultur den stärksten Einfluss hat von diesen drei Faktoren. Also die intrinsische Motivation, wie es um die bestellt ist und welchen Anteil dabei die Unternehmenskultur hat. Natürlich sind wir, wie gesagt, auch dabei, Burnout zu untersuchen. Das ist nicht ganz einfach. Das ist ein wirklich kompliziertes Problem. Es gibt inzwischen über 8000 Studien dazu weltweit. Was nicht unbedingt heißt, dass wir heute klarer durchblicken. Das muss ich leider sagen. Also so, dass die meisten Studien sich auf Persönlichkeitsfaktoren konzentrieren und die wenigsten auf Organisationsfaktoren. Ich komme zum Ende. Ja, das sind, also hier haben wir untersucht die Qualitätsbewusstsein im Krankenhaus, wie das mit der Unternehmenskultur korreliert. Sie sehen hier ein ganz enger Zusammenhang. Das heißt, Menschen, die sich an ihre Organisation gebunden fühlen, die fühlen sich natürlich auch den Standards dieser Organisation stärker verpflichtet als die, die nicht gebunden sind an eine Organisation. Also das hängt irgendwie doch alles dann letztlich ganz schön zusammen. Sorry. Ja, das ist hier mit und ohne Restrukturierung. Auf die Bindung kommt es an, nochmal das Gemeinschaftsgefühl, Sinnhaftigkeit. Sie sehen hier, da haben wir also untersucht, wie weit Commitment eben die intrinsische Motivation, wovon sie maßgeblich beeinflusst wird. Sie sehen hier ganz vorne das Gemeinschaftsgefühl. Meine Damen und Herren, wir leben in einer Gesellschaft, die das Gemeinschaftsgefühl missachtet, weil es durch das Dritte Reich mit Füßen getreten wurde. Was aber nicht heißt, dass das Gemeinschaftsgefühl nicht ein ganz wichtiges soziales Bedürfnis des Menschen ist. Vielleicht sogar das eigentlich Entscheidende. Roth hat das ja mit seinem immer wieder mit dem Hinweis auf die große Bedeutung der Bindungsbedürfnisse, die befriedigt werden können, die auch vieles kompensieren können, was sonst falsch gelaufen ist, hat das damit nochmal bestätigt. Zwei Zitate von dem von mir immer noch sehr geschätzten Herrn Deming, der ein berühmter Guru der Qualitätsforschung und des Qualitätsmanagements war. Und das sind also unsere Vorschläge zur Kulturentwicklung. Es geht darum, dass die Kultur gelebt und erfahren wird, dass Führungskräfte ihre Vorbildfunktion wahrnehmen. Herr Roth hat das auch gerade vorher bestätigt.
Dazu gehört, dass sie Zeit haben für ihre Mitarbeiter, dass sie sich konsistent verhalten, dass sie empathisch und begeisterungsfähig sind. Natürlich viel verlangt, aber das sind die Dinge, die eigentlich auf die intrinsische Motivation wirken. Wenn man sie eben nicht bringt, dann wird die intrinsische Motivation eben nicht geweckt. Es geht auch um die Frage natürlich der zwischenmenschlichen Beziehungen, die Wertschätzung untereinander. Es geht aber auch um die kollektive Intelligenz, ob sie wirklich mobilisiert wird, zum Beispiel durch Beteiligung, Befragung, offene Diskussion von Mängeln und Problemen und ob dadurch dann die Mitarbeiter eine starke Bindung an ihr Unternehmen entwickeln. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.